Hallo und willkommen in meinem YouTube-Kanal BeerSpice Tipps. Heute zeige ich einen sehr, sagen wir, interessanten Fehler, dass man bekommen kann, wenn man Dateien exportiert oder besser gesagt die Ergebnisse von einer Simulation exportiert. Habe ich eine Simulation in der Frequenzbereich. Ich bekomme hier die Ergebnisse und ich möchte jetzt diese Ergebnisse exportieren. Bitte, ich hoffe, dass euch erinnert, die verschiedenen Formate, die man exportieren kann. In diesem Fall nehme ich Excel-File. Ich sage, dass ich einfach auf dem Desktop das exportieren will. Okay. Und wichtig ist, normalerweise kommt hier immer die Data Range. Das bedeutet, von wo bis wann will ich meine Simulation exportieren. Normalerweise kommen hier Werte per Default, also wo meine Simulation anfängt und meine Simulation endet. Aber gibt es Fälle, wo es nicht kommt? Wenn das so ist und ich auf OK klicke, dann bekomme ich diese Fehlermeldung. Mach keine Sorge, jetzt weißt du ja schon, was es bedeutet. Das bedeutet, dass ihr hier eine bestimmte Wert benutzen sollt. So wie das gemacht wird, dann exportiere ich. Und dann, wenn ich zeige genau die Ergebnisse, dann sehen wir hier zum Beispiel die verschiedenen Ergebnisse, die erzeugt wurden. Also von 100 Hertz bis 100 Kilohertz. Ich hoffe, dass es weiterhilft. In dem Fall, dass ihr irgendwann diese Fehlermeldung bekommt. Wir bleiben in Kontakt und bitte nicht vergessen, euch zu abonnieren. Danke!